Hallo ihr Lieben, wir sind heute bei Disney 100 in Konzert in Oberhausen. Genau. Disney feiert nämlich mit seiner Konzertserie hier die 100 Jahre, den Geburtstag auch. Und es gibt eine deutschlandweite Tour. Wir sind örtlich am nächsten an Oberhausen dran und deswegen haben wir es jetzt hier hin geschafft und freuen uns ein bisschen auf deutsche Songs. Ich bin gespannt. Wir sind ehrlich gesagt ein bisschen US-lastiger und kennen die deutschen Varianten gar nicht. Wird ein komisches Erlebnis für uns, aber wir freuen uns trotz alledem. Weil es soll auch vielleicht ein bisschen Englisches dabei geben. Ich hoffe, dass trotz alledem ein bisschen Pixie Dust drüber kommt. Richtig, genau. Freust du dich? Ich bin auch ganz gespannt. Auf jeden Fall freue ich mich und ich bin gespannt. Genau, wir haben 18.30 Uhr, jetzt ist genau der Einlass hier, es geht los. Und um 20 Uhr geht erst das Konzert los. Ich glaube, wir sind etwas früh dran, aber es ist okay. Dafür haben wir viel bezahlt. Die Karten waren 84 Euro pro Person, ne, was wir bezahlt haben, also gar nicht so wenig. Und das hier ist dann die Zentrumpromenade, wo man danach dann auch noch mal ein kleines Getränkchen schnabulieren kann. Oder was weiß ich. Wir gehen mal rein. Zumindest eine Sache ist hier wesentlich besser als in den USA, weil Steffi wurde nicht mit ihrem Rucksack in der Sicherheitskontrolle rausgefischt. Also, hast du dich selbst gewundert, oder? Und das klappt bei Disney auch. Du hast eine Metallflasche. Also, immerhin. Und das ist ja schon der Merchandise-Stand. Also T-Shirts, das Programm hilft natürlich. Und ja, recht schöne Designs. Hi, hallo. Aber auch zu netten Preisen. 35 Euro das T-Shirt und 75 Euro. Und natürlich ist hier auch das leibliche Wohl besorgt. Ja, Küppi. Ich werfe einen Blick rein in die Halle, was wir dann gleich einmal von weiter unten sehen werden, was wir etwas näher gestellt haben. Es wird schon relativ ausverkauft sein, denke ich. Schon da war die erste Reihe. Weil als wir gebucht haben, das war noch ein paar Monate weit weg, gab es gar nicht mehr so viel. Ich bin mal gespannt, wie unsere Sitzplätze sind. Okay, auf alle Fälle gibt es hier schon einen Plan B. Es gibt nämlich super Cocktails für 7,70 Euro hier. Und das ist doch ganz nett. So, es füllt sich jetzt auch allmählich. Ein bisschen Werbung vom Konzert, von der Ausstellung in München habe ich gerade auch gesehen. Mal gucken, ob ich dann das Bild noch einblenden kann, aber ist ein bisschen da. So, wir sind angekommen im Atrium, im Podium, im Fußvolk. Angekommen im Fußvolk. Bin mal gespannt, was uns erwartet. Ich freue mich, aber wir haben nicht die allerbesten Plätze. Ich zeige mal kurz, was wir als Aussicht haben, wobei sich da jetzt gerade welche hinsetzen. Aber schaut mal hier. Das ist unsere Aussicht. Und im Vollzoom mit der Sony-Kamera kriegt man dann sowas hin. Naja. Aber die Halle hier ist natürlich sehr schön. Das ist ja das Rudolf Weber Theater. Was ist das? Theater? Arena. Arena. Früher mal Köpi Arena genannt. Und ja, so als Veranstaltung und für so ein Event. Vielleicht gar nicht so schlecht. Wir haben jetzt mittlerweile eine ganz tolle Halle und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es gibt noch einige Plätze, wir haben noch 10 Minuten, die insgesamt frei sind. Aber es ist trotzdem nicht schlecht ausgebucht, würde ich sagen. Thank you.
Also es geht hier los, aber die scheinen erst noch zu üben. Trank und Gott sei Dank das frisch gebügelte Mann.
Und deswegen würde ich sagen, starten wir diesen Abend einfach mit dem großen Kapitel Welt der Träume aus 100 Jahren Disney. Jetzt also viel Spaß mit 100 Jahren Träume und Disney. Königin. Denn
es versucht. Lass sie nicht rein, lass sie nicht sehen, wie du bist, nein, das darf niemals geschehen. Du darfst nichts fühlen, zeig ihnen nicht. Die Kraft, sie ist grenzenlos. Ich lass los, lass jetzt los. Und ich schlag die Türen zu. Es ist Zeit, nun bin ich bereit. Und ein Sturm zieht auf. Die Kälte, sie ist nur ein Teil von mir. Keine Bildererzählung ausdenken kann, ohne die Begleitmusik, mit der sie erst komplett wird. Also erst die Bilder, dann die Musik, dann das große Disney-Erlebnis. Das Lustige ist, beim nächsten Stück auf der Bühne war es genau andersrum. Wir freuen uns jetzt auf die tolle Musik von Paul Dukas, auf die Geschichte von Johann Wolfgang von Goofy. Goethe. In der Hauptrolle vom Zauberlehrling Mickey Maus und in der Hauptrolle auf der Bühne unser fantastisches Orchester.
Thank you.
frutas paran el viento mientras se abrazan con sentimiento. Siguen creciendo, no saben cuándo buscar un rincón. El tiempo sigue cambiando, inseparable son. El tiempo sigue cambiando. Man findet das, was man verlässt. Auf euch wartet Wunder. Fliegt nur aus eurem Nest. Habt das Vertrauen, ihr könnt darauf bauen. Es kommt etwas Neues. Señor.
So, und da sind wir wieder in der Pause. Es war total schön bis jetzt, ne? War ja, überraschend war toll. Die Darstellung ist wirklich toll. Es ist total abwechslungsreich. Zwischendurch gibt es immer kleine Quatschpausen halt. Orchester, Hammer. Ja, Lightshow cool. Ja. Fast laut genug. Gefällt uns, ja, ein bisschen zu leise, aber gefällt uns gut. Ja. Also, wir filmen gleich wieder von dort unten. Und hier sieht man nochmal die Bühne. Weiter geht's. So, es geht weiter hier. Eigentlich gab es da gerade noch so ein Pausezeichen mit Olaf, der sich ein bisschen in der Sonne abgehängt hat. Ich blende das jetzt mal ein, weil Foto war ich noch schnell genug, fürs Video nicht mehr. Ich freue mich auf Teil 2. Weil da kommt noch einiges in der Pipeline. Wir haben noch nicht alle von den Mustaches gesehen. Genau wo wir sind, wo wir sind.
Freund in mir. Ja? Du hast einen Freund in mir. Wenn's draußen kalt und gefährlich ist und du dein schönes, warmes Bett vermisst, ja? Vergiss nie, dass du nicht alleine bist, denn du hast einen Freund in mir. Und dann kann man schlumpen. Du hast einen Freund in mir.
Jetzt raus hier, weil es wird schon richtig abgebaut. Ja, das halt. Ja, rubbel die Katz halt. Wir haben uns doch mit den Leuten hier unterhalten, aber es war wirklich total großartig. Mach mal eben Platz, da kommt noch jemand. Giuseppe, machst du deine Tür? Und wir fanden es total großartig und wir können es nur empfehlen. Ja, was hat dir richtig super gefallen? Alles. Alles eigentlich. Okay, aber überraschend war Star Wars und Marvel. Marvel war cool. Okay. Pirates. Danke fürs Zuschauen. Ciao.